Bevor wir ins lange Osterwochenende starten, bringen wir euch noch auf den neuesten Stand. Hallo und herzlich willkommen zu Lausitz TV am Donnerstag. Ein 15-Jähriger wurde auf einem Spielplatz in Cottbus in der Welzower Straße von einem bisher unbekannten Mann geschlagen und getreten. Der Vorfall ist Dienstagabend passiert. Der Jugendliche musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei wendet sich heute an die Öffentlichkeit und fragt, wer etwas gegen 19.30 Uhr beobachtet hat. Der Täter wird auf 30 Jahre geschätzt und soll zum Zeitpunkt einen blauen Pullover mit Kapuze getragen haben. Außerdem wird er ca. 1,80 Meter groß und korpulent beschrieben. Hinweise nimmt die Polizei entgegen. So langsam beginnt die Freiluftsaison. Dadurch eröffnet auch die Außengastronomie. Und bekanntlich braucht es dann mehr Personal. Aber wirkt sich das auch schon positiv auf den Arbeitsmarkt aus? Die neuesten Zahlen wurden heute Vormittag vorgestellt. Der Frühling bringt etwas Bewegung in den Arbeitsmarkt. In Cottbus ist die Arbeitslosenquote im Vergleich zum Vormonat um 0,2% gesunken und liegt derzeit bei 6,2%. Damit befindet sie sich auf dem gleichen Stand wie 2023. Im Vergleich zum Bundesdurchschnitt von 6% liegt sie nur knapp darüber. Die Jugendarbeitslosigkeit ist deutlich sichtbar. Sie liegt derzeit bei 5,6%. Das sind 0,7% mehr im Vergleich zum Vorjahresmonat. Das hat aber einen ganz einfachen Grund. Die Jugendarbeitslosigkeit ist wie immer deutlich niedriger als im Brandenburger Durchschnitt. Jobcenter und Agenturen sind sehr eng an den Jugendlichen dran. Aber aus zwei Gründen ist die Jugendarbeitslosigkeit eine Ecke über 5% gestiegen, was gar nicht geht, aber trotzdem so ist. Zum einen im Februar und im März haben etliche ihre Ausbildung, die 3,5-jährige Ausbildung, beendet und sind wegen einer gewissen Zurückhaltung der Arbeitgeber nicht sofort wieder eingestellt worden. Zum anderen gibt es insbesondere im Landkreis Elbe-Elster das Phänomen, dass relativ viele junge Menschen aus Syrien vom Asylbewerberleistungsgesetz in die Arbeitslosigkeit und ins Jobcenter gewechselt sind. Das sind zwar nicht eigentlich mehr Menschen, die keine Arbeit haben, aber die werden jetzt als offiziell arbeitslos geführt. Das ist kein Marktphänomen und ich bin sicher, wir bekommen das in den Griff. Die Unternehmen im Agenturbezirk melden derzeit über 6.500 freie Arbeitsstellen. Vor allem in der Gastronomie wird dringend Personal gesucht, aber in allen anderen Bereichen ist jeder gerne gesehen. Wenn es uns gelingt, möglichst viele Menschen aus der Arbeitslosigkeit, aber auch etwa aus Berlin oder von den Pendlern, die praktisch jeden Tag zum Arbeiten unsere Region verlassen und dann wiederkommen, anzusprechen für Arbeit, dann sind alle Probleme gelöst. Das ist aber leider nur mit ganz großen Schwierigkeiten verbunden. Und ich möchte es ganz offen sagen, wir versuchen, wir Jobcenter und Agentur, die Menschen zu motivieren, ein Leben mit Arbeit und von Arbeit, ein selbstbestimmtes Leben, ist tausendmal besser als ein Leben aus dem Bürgergeld. Um die freien Stellen zu besetzen, gibt es immer wieder verschiedene Jobmessen. Aber auch für die Jugendlichen wird etwas getan. Am 20. April gibt es eine Ausbildungsmesse im Blechenkarree. Hier kann man sich neben dem Einkaufsbummel direkt über einen Ausbildungsplatz informieren. Mehr über die Jobangebote in der Lausitz erfahrt ihr auch am Samstag. In Cottbus gibt es den Job Day. Im Startblock B2 stellen sich zahlreiche Unternehmen vor und wollen Rückkehrer, aber auch diejenigen, die nach freien Stellen suchen, für sich gewinnen. Außerdem gibt es alle Infos zu Kita und Schulplätzen. Zwischen 10 und 15 Uhr könnt ihr vorbeikommen. Mehr Meldungen aus der Lausitz haben wir jetzt für euch im Kurzblock. Marktmöbel in Senftenberg angekommen. Die Aufhübschung des Marktes in Senftenberg ist in vollem Gange. So wurden gestern die ersten Möbel auf dem Markt installiert und kurz darauf auch schon von Passanten genutzt. Die Möbel zusammen mit Pflanzenkübeln sind der erste Schritt, die Innenstadt zu beleben und den Markt zu verschönern. Um den Aufenthalt für Bürger und Touristen von jung bis alt angenehmer zu gestalten und zum Verweilen einzuladen. Passend zur Seestadt sind die Bänke im Thema Wasser designt und leiten somit auch gleich die weiteren Schritte ein. So soll im Mai der Trinkbrunnen eingeweiht werden und im Herbst 6 Pflanzkübel mit japanischen Zierkirschen aufgestellt werden, die später den Marktbesuchern Schatten spenden sollen. Wirtschaftswachstum, Silbermedaille geht an Brandenburg. Brandenburgs Wirtschaft ist mit einem Wachstum von 2,1% im gesamten Jahr 2023 stärker gewachsen als der Bundesdurchschnitt, der bei minus 0,3% lag. Damit belegt Brandenburg nach Mecklenburg-Vorpommern den zweiten Platz.
Schon im Jahr 2021 konnte Brandenburg den 5. Rang und 2022 das stärkste Wachstum aller Flächenländer verzeichnen. All das sind Anzeichen dafür, dass es sich nicht um eine einmalige Sache handelt, sondern dass das Land Brandenburg mittlerweile auf eine stabile wirtschaftliche Basis zurückgreifen kann. Weg vom typischen Kantinenessen hin zu regionalen Produkten. Das wünschen sich die meisten Eltern, wenn es um das Cottbuser Schulessen geht. Die Stadt hat eine Umfrage gestartet. Das Ergebnis? Ein Großteil ist mit dem Essensangebot unzufrieden. Deshalb soll sich künftig etwas ändern. Viele wünschen sich verschiedene Menüs und Portionsgrößen sowie eine Salatbar. Die Stadtspitze will die Vorschläge besprechen und auch umsetzen. Deswegen soll die Essensversorgung neu ausgeschrieben werden. Ach du dickes Ei, mit diesem Spielverlauf hat wirklich keiner gerechnet. Energie Cottbus verliert auswärts gegen Chemie Leipzig. Die wichtigen 3 Punkte liegen dadurch im falschen Osternest. Bereits nach 58 Sekunden ist das erste Gegentor gefallen. 2 weitere sind dann noch dazugekommen. Ein Spiel, was man als Fan schnell vergessen will. Doch schon am Ostermontag kann das spätestens der Fall sein. Dann steht das nächste Match an. Beim FCE-Mannschaftstraining war die Stimmung heute etwas getrübt. Kein Wunder, schließlich haben die Jungs aus Cottbus erst gestern mit 0:3 gegen Chemie Leipzig verloren. Das ist besonders ärgerlich, da man mit einem Sieg bis auf einen Punkt an den Tabellenführer Greifswald herangekommen wäre. Jetzt belegt der FCE Tabellenplatz 3. Trainer Pele Wollitz war mit dem schwachen Auftritt seiner Mannschaft jedenfalls alles andere als zufrieden. Ja, was heißt ärgerlich, wenn man seine Leistung nicht bringt und sehr, sehr schlecht spielt, auf jeder Position nicht an seine Möglichkeiten kommt, dann so eine Anfangsphase hat, wo man keinen Rhythmus findet, keine Zweikampfführung hat, keine Abläufe, keine Kompaktheit, keine Intensität. Im Übrigen mussten wir dann immer nach hinten noch aufpassen, weil wir überhaupt gar keine Tiefenabsicherung hatten. Wir hatten überhaupt gar kein Anlaufen gegen den ballführenden Spielern. Und so hat sich das dann im ganzen Spiel weiterentwickelt. Zum Trübsalblasen bleibt jetzt keine Zeit. Schon am Montag steht das nächste Regionalligaspiel an. Dann ist der FC Eilenburg im heimischen LEAG-Energiestadion zu Gast. Der Gegner rangiert zurzeit auf Tabellenplatz 16 und kämpft gegen den Abstieg. Für Energie Cottbus muss unbedingt ein Sieg her. Schließlich will man im Wettbewerb um Titel und Aufstieg noch mitmischen. Doch die Partie wird kein Selbstläufer. Wenn man immer nach den Tabellenplätzen geht, dann gewinnt der Erste gegen alle Spiele und der Zweite fast alle Spiele und der Dritte auch viele Spiele. So geht der Fußball nicht. Es geht auch nicht darum, eine Reaktion zu zeigen. Es geht einfach darum, besser Fußball zu spielen. Es geht darum, seine Prinzipien auf die Platte zu bekommen. Und ich sage mal so, in den letzten Wochen haben wir sie sehr oft hinbekommen und gestern haben wir weder die Prinzipien, weder eine Struktur, weder ein Zweikampfverhalten noch eine Intensität gehabt. Und so wie es gegen jeden Gegner schwer, ob der 16. ist, ob der 18. ist, ob der 2. ist, ob der 3. ist, erstmal an der eigenen Nase fassen und besser performen als gestern Abend. Viele Patzer kann sich Cottbus jedenfalls nicht mehr erlauben. In der Rückrunde stehen nur noch 8 Partien an. Ein entspanntes Osterfest kommt auf die Mannschaft jetzt nicht gerade zu. Ja, das ist unser Beruf und wir spielen Montag und diesbezüglich haben wir jeden Tag zu arbeiten und unsere Hausaufgaben zu machen. Für uns fällt dieses Jahr Ostern weg. Wir haben ja so viele englische Wochen gehabt und dann sind wir froh, dass wir statt Samstag Montag spielen. Und dann haben wir ja schon wieder 4 Tage später eine Folge Spiele und von daher fällt für uns Ostern aus, beziehungsweise man kann auch nachmittags mit der Familie Kaffee trinken oder spazieren gehen, aber morgens werden wir trainieren und werden unsere Pflicht nachkommen, um unsere Möglichkeiten am Montag auszuschöpfen, um erfolgreich zu sein. Schärfster Konkurrent um die Meisterschaft ist weiterhin der Greifswalder FC, der aktuell mit 4 Punkten vor Cottbus liegt. In diesem Duell kommt es schon am 12. April zu einer ersten Entscheidungsschlacht. Dann sind die Greifswalder in Cottbus zu Gast. Einen Rekord hat der FCE dabei schon jetzt eingefahren. Knapp 9.000 Tickets sind bereits verkauft. So viele wie noch bei keinem Heimspiel in dieser Saison. Die Osterfeiertage nutzen die meisten von uns, um zu entspannen, Zeit mit der Familie zu verbringen oder einen Ausflug zu machen. Doch einige müssen natürlich trotzdem arbeiten oder machen es freiwillig. Beispielsweise die Kameraden von der Freiwilligen Feuerwehr. Wenn es bei ihnen piept, müssen sie sofort ausrücken.
Ihre Arbeit stellende Studierende der BTÜ Cottbus-Senftenberg für die Ehrenamtsinitiative Cottbus braucht dich vor. Vor vielen Jahren, als ich mit meiner Familie aus dem Urlaub kam und da sind wir an einem Wohnungsbrand vorbeigefahren und da dachten wir uns, wie cool wäre das, da jetzt mitzuhelfen. Und dann nächsten Tag oder in der nächsten Woche sind wir dann zur Feuerwehr gegangen und ja, seitdem sind wir hier. Auf jeden Fall die Momente, wenn man gerade noch zu Hause sitzt und dann von einem auf den anderen Moment hier zur Feuerwehr kommt, weil ein Alarm ist und man dann gleich schon voller Adrenalin auf dem Fahrzeug sitzt und zum Einsatz fährt und man noch nicht weiß, was einen zu 100% erwartet, das stärkt auf jeden Fall immer den Feuerwehrgeist. Man soll keine Scheu haben, einfach zur Feuerwehr bei sich im Ort gehen und dann lernt man ein tolles Team kennen, man wird ein festes Team, man lernt viele Freunde kennen und das ist das, was der Feuerwehr auch ausmacht. Ja, es ist halt, wir sind wie Brüder alle hier. Die Menschen, die gerne Lust haben auf Leben retten, sei es Tiere oder Menschen, und verschiedene Bereiche machen wollen, die viel Action in ihrem Leben haben wollen oder es auch ein bisschen ruhiger haben wollen, das gibt es auch bei der Feuerwehr, die können gerne zur Feuerwehr kommen. Und es ist halt für jeden was dabei, es sind viele Bereiche, deswegen wir brauchen jede helfende Hand bei der Feuerwehr. Wir freuen uns über jede Person, die unser Team stärken will. In der Lausitz startet die XXL Ostereiersuche. Mitarbeitende der EG Wohnen verstecken in Cottbusburg und Peitz Papier-Ostereier. 122 sind es insgesamt. Wenn ihr sie findet, dann könnt ihr sie in der nächsten Woche beim EG-Wohnen Firmensitz in der Heinrich-Albrecht-Straße 16 in Cottbus abgeben und bekommt eine Überraschung. Eure Funde könnt ihr auch gerne über Social Media mit dem Hashtag EG-Wohn-Ostern teilen. Und neben der Ostereiersuche steht das ganze Wochenende noch viel mehr an. Bei der Parkeisenbahn fährt beispielsweise wieder die Dampflok. Weitere Tipps fürs lange Osterwochenende und eine Liste von den Osterfeuern findet ihr auf unseren Social Media Kanälen und unserer Homepage. Über die Feiertage haben wir natürlich auch etwas zu bieten. Morgen seht ihr bei uns das Brandenburg-Journal. Und am Sonntag zeigen wir um 20.15 Uhr den Film Holger, Hanna und der ganze kranke Rest. Eine Produktion aus Cottbus und in Cottbus gedreht vom Filmemacher Erik Schiesko. Jetzt folgt aber erst einmal noch Augenblick mal. Habt dann ein schönes langes Osterwochenende. Macht's gut! Wenn ein liebgewonnener Mensch gehen muss, ist das immer schwer. Abschied zu nehmen ist schwer. In eine ungewisse Zukunft zu blicken ist schwer. Und gerade dieses Jahr schauen viele von uns mit Sorge auf die kommenden Wahlmonate. Am Gründonnerstag kommt die engste Gemeinschaft um Jesus zusammen. Ein letztes Mal, um Abschied zu nehmen, sich beim Essen zu stärken für die Zeit, die da kommt. Ungewissheit breitet sich bei den Jüngern aus. Die Sorge, keine klare Führung mehr zu haben, die erklärt, was gut und richtig ist. Die Sorge, alleine dazustehen. Aber Jesus gibt Mut und klare Ansagen, wie es auch ohne seine Person mit dem Erbe seiner Gemeinschaft weitergehen soll. Denn es heißt, dies ist mein Leib und mein Blut, das für euch gegeben und vergossen wird. Solches tut, so oft ihr es trinkt und esst, zu meinem Gedächtnis. Zunächst ist also noch Durchhalten angesagt. Ich meine, dass wir von unseren Hoffnungen für eine friedliche Zukunft nicht ablassen dürfen. Aber wie kann man bei der Fülle an täglich erschütternden Nachrichten in dieser Zeit miteinander umgehen? Gerade im Alltag vergessen wir viel zu häufig, dankbar zu sein.
Zu oft empfinden wir in unserer Leistungsgesellschaft die schönen Dinge als selbstverständlich. Sich die Zeit zu nehmen, achtsam zu bleiben, ist zu einem hohen Gut geworden. Setzen wir jetzt auf Zusammenhalt, auf die Gemeinschaft und versuchen wir uns, gegenseitig zu stärken. Von der Hoffnung nicht abzukommen, denn eines werden wir an Ostern spüren. Der Tod ist besiegt, der Abschied ist nur von kurzer Dauer. Ein Wiedersehen ist in Aussicht, denn Christus hat sich für uns hingegeben, damit wir in Liebe vereint sein dürfen. Wir sind mit unseren Sorgen nämlich nicht allein. Wir dürfen leben, gemeinsam in Frieden. Internet mit bis zu 1000 Mbit. Einfach gebucht, schnell verbunden und viel gespart. Bis zu 1000 Mbit ab monatlich nur 39,99 Euro plus gratis TV. Jetzt informieren auf pure.com. Neue Klingele. Für subtile gesüßten Milchschaum. Gut, aber einfach so. Kaffeebohnen? Frisch gemahlen, nicht gekapselt. Für Kaffeegenuss sogar mit subtil gesüßtem Milchschaum. Die J8 von Jura. Für Könner und für Freizeitsportler. Ostseesportspiele 2024. Mein Herz schlägt für das Sahne-Herz-Zentrum, weil ich gerne Krankenschwester bin und die Bestätigung bekomme ich von den Patienten und das ist mir sehr wichtig.
Sana Herzzentrum Cottbus. Dein Job im Lausitzer Aufbruch. Schenken Sie sich und Ihren Lieben Wellness und Entspannung in der Spreewald-Therme in Burg. Gutscheine ganz einfach online bestellen unter spreewald-therme.de. Willkommen im Wohlfühlen. Spreewald-Therme und Hotel. Mein Name ist Jens Krause, bin Generalmanager in der Industrie- und Handelskammer in Cottbus, begleite also seit vielen, vielen Jahren Unternehmen. Ich darf ein großes Netzwerk mit begleiten, nämlich das Wasserstoffnetzwerk hier in der Lausitz. Das Wasserstoffnetzwerk fasst über 100 Mitglieder zusammen. Wir haben uns hier in der Lausitz vor 3 Jahren gegründet, dass plötzlich so viele aus der Deckung kommen und sagen, hey, ich habe auch eine Idee, was man mit Wasserstoff machen kann. Oder ich habe auch vor, hier in der Lausitz Wasserstoff zu erzeugen. Oder Industriebetriebe, die sagen, ich muss mich dekarbonisieren, weniger CO2 in der Produktion umsetzen. Das hat mich ehrlich gesagt sehr, sehr überrascht. Die Lausitz ist krass, weil sie aktuell eine einmalige Chance hat. Sie hat entsprechend die Möglichkeit, weg von der Braunkohleverstromung hin zu einer neuen Technologie sich zu bewegen. Die Menschen zu neuen Aufgaben zu bewegen, sie auch mit zu begleiten und vor allem auch die Perspektive zu geben, künftig einen gesicherten und vor allem einen gut bezahlten Arbeitsplatz hier in der Lausitz zu haben.